Herzlich willkommen, meine Freunde. Brandy ist hier. Level Session Nummer 3. Voraussichtlich die letzte, hoffentlich. Autsch, das war gerade mein... das war mein Fuß gerade, der so geknackst hat, falls man das gehört hat. Ja, voraussichtlich auch der letzte Part, den ich heute machen kann. Oh, jetzt müssen wir nach dem nächsten Kampf, müssen wir uns heilen gehen. Also mit Vivi zumindest müssen wir uns... Also wir brauchen eigentlich komplett Heilung. Mana könnte man auffüllen von allem. Und auch die KP wieder, die sind ganz schön gesunken. Ja, in der letzten Folge haben wir uns Gift und Galle erlernt. In der letzten Folge haben wir uns stark darüber unterhalten. Thema Selbstständigkeit. Risiko oder doch gut. Ich bin persönlich gesehen immer noch im Zwiespalt. Weiß ich nicht, wie ihr das so seht. Ich würde gerne eure Meinungen hören zu dem Thema. Wenn ihr die nicht im letzten Video gepostet habt, würde ich die gerne in dem Video hören. Ja, das wäre so meine erste Frage an euch. Da bin ich schon zu weit gegangen. Okay. Was war das gerade für ein Zeichen hier? Hier war doch was. Das war ein Kampf. Nee, Spaß. Was könnte man als nächstes Thema bringen noch? Wie mein Level-Session hin oder her? Wir müssen irgendwas quatschen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, die ganze Zeit zu sagen hier, also jetzt wird Zidane angegriffen und jetzt verliert er 20 MP. Und jetzt will Zidane Clown machen und mit Vivi mache ich jetzt die Feuermagie auf beide. Und Potion hat der kleine Zidane gekauft. Jetzt setzt Vivi Feuer ein, trifft beide, nützt beiden 84 und 76 HP. Beide sind besiegt, Kampf gewonnen. Wir erhalten EPs, jeder von uns 15 Stück. Zidane hat nur noch 38, Steiner und Vivi 107 bis zum Level Up. Ein AP haben wir bekommen, 178 Jill und einen Augentropfen. Nicht so geil, oder? Deswegen brauche ich jetzt ein kleines Thema und das denke ich mir jetzt spontan aus. Lasst mich mal kurz nachdenken. Meine Arbeit. Yes, genau so machen wir das. Ich arbeite beim Foodlocker am Stachus. Müsste jedem, der in München irgendwie lebt, irgendwas sagen? Wenn nicht, verpisst euch alle von diesem Kanal. Das gibt's ja wohl nicht. Nee, Quatsch, das müsst euch eigentlich allen was sagen. Ich bin da jetzt seit knapp 2 Wochen. Bin ich da 2 Wochen oder so? Ja, genau, jetzt habe ich meine 2. Woche hinter mir. Und ich finde es doch schon richtig toll, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich. Was mache ich denn im Foodlocker, denken sich viele. Ja, Schuhe verkaufen. Aber es ist nicht nur Schuhe verkaufen, die sind ganz schön heftig, die Leute. Die wollen irgendwie Leistung sehen. Ich habe halt jeden Tag ein Ziel, was ich erreichen muss an Umsatz, an Gewinn, solche Sachen. Und die Sache, die einen motivieren soll dabei, ist, man kriegt Provision halt dafür. Also so, man verkauft halt und ein gewisser Provisionssatz, der geht halt auf mein Konto quasi, auf mein Lohn drauf. Und das finde ich ist schon eine Sache, das spornt schon an, muss man schon sagen. Und jetzt sind wir aber hier schon ganz weit mit unseren Abilities, aber noch lange nicht mit dem Level da, leider. Und ich finde halt, dass es schon ein Anreiz ist, noch mehr zu verkaufen und einfach mehr Umsatz zu generieren, weil das ist ja nicht nur für die Filiale oder für Foodlocker in dem Sinne gut, sondern auch für mich, weil das ja quasi meinen Lohn steigert. Ich arbeite da Teilzeit, eine 12-Stunden-Woche,
eigentlich samstags immer den ganzen Tag und vielleicht noch ein oder zweimal unter der Woche, wo ich anders noch arbeite. Also, keine Ahnung, mal 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, also quasi für 2 Stunden reinkommen und aufräumen und bis 20 Uhr verkaufen. Ansonsten arbeite ich halt am Wochenende meistens. Das ist echt tolles Team, muss man sagen. Muss ich echt Foodlocker lassen. Das ist ein tolles Team, was die da haben. Jung. Das ist ein großes Team. 40 Mann ungefähr. Ist schon heftig. Und was ich für wichtig finde, ist, das ist ein Team, was das ehrgeizig. Das ist echt ehrgeizig, das Team. Und das finde ich ist schon toll. Die haben ungefähr 3 Festangestellte, nur. Der Rest arbeitet auf Teilzeit oder auf Nebenjob- oder Minijob-Basis halt. Und ja, das wäre so das Team. Wir haben einen extrem jungen Manager. Das ist schon brutal geil. Also der Manager ist, glaube ich, 28. Ist schon Store, also Filialleiter. Finde ich irgendwie geil. Für sein Alter halt da schon mal so ein Store zu haben. Hat auch nicht jeder, muss man sagen. Mit 28 im Foodlocker Store. Ja. Was kann man noch sagen zum Foodlocker? Es ist nur jedem zu empfehlen, der da irgendwie meint, der braucht Geld und will so viel wie möglich verdienen. Und ist auf jeden Fall was für Leute, die Geld suchen. Das Einzige, wo ich sagen muss, für die Leute, die meinen, man muss nicht so viel machen für Geld, dann ist das nichts für die. Also, die sind da knallhart, die wollen Leistung sehen. Anfangs beispielsweise wurde ich gebrieft. Briefen heißt, ich wurde halt geprüft, ich musste halt 2 Tests machen. Einmal so einen Sicherheits-Check-Test und Brandschutztest halt, dass die wissen, wie ich reagiere und so. Also, ging ungefähr 2 Stunden, das war quasi mein erster Arbeitstag, ging eigentlich nur darum, Trance, toll, das ist scheiße, ging eigentlich nur darum, diese Tests zu machen, und dafür wird man halt bezahlt, guter Stundenlohn, übertariflich, und dafür wird man halt bezahlt, 2 Stunden lang einfach diese Tests zu machen, damit die sicher gehen, dass man weiß, wie man sich verhält in Gefahrensituationen, in Brandsituationen, irgendwie wenn Unfälle passieren und so, finde ich, ist schon top, muss man sagen. Also Lob an dieser Stelle an die Filialen oder an die Firma. Ein kleiner Nachteil an dieser Sache ist, wenn man mal durchgefallen ist, dann muss man die kompletten 2 Stunden wiederholen. Und ich bin ein Mensch, ich bin recht ungeduldig. Ich hasse es zu warten. Und ich mag das nicht. Ich mach nicht eine Sache 2 Stunden, fall durch und mach sie dann nochmal 2 Stunden. Das ist mir richtig. Das wäre mir zu blöd, ehrlich gesagt. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich beides auf Anhieb geschafft habe. Und ja. Sie dann klauen. Vivi nichts. Steiner Feuerschwert. Bevor der. Wenn er Wind macht, kein Problem. Ich dachte, es ist mehr so ein. Boah, der hat aber ganz schön gesessen. Also das ist schon nicht wenig gewesen. Ich dachte, er macht diese Sporen wieder. Naja. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, wir hatten jetzt gerade gesagt, gebrieft und so und 2 Stunden Test. Des Weiteren bekommt man eine ausführliche Einführung in das Ganze. Also ich war halt die ersten Tage. Den ersten 2 Arbeitstage war ich im Lager unten. Mir wurde das Lager gezeigt. Mir wurde auch gezeigt, wie irgendwie, wenn die Lieferung kommt, wo was hinkommt. Mir wurde auch gezeigt, wie sortiert wird im Lager. Was es für verschiedene Positionen im Lager gibt. Einmal Runner Express. Express bringt die ganzen Schuhe, die bestellt wurden, nach oben. Der Runner sucht die Schuhe raus. Sowas hat man halt gelernt. Anstrengende Arbeit unten im Lager, definitiv. Aber man hat halt den Vorteil, man hat den Kundenkontakt nicht. Also das ist so eine Sache, für manche ist es echt schwer anfangs irgendwie direkt mit Kunden irgendwas anfangen zu können. Deswegen
gar nicht mal so schlecht, dass man da so wenig Kundenkontakt hat. Da kann man sich so mit dem Team ein bisschen anfreunden. Und man, also, das ist gut für den Einstieg, finde ich. Das haben die gut gemacht mit mir. Auch, dass das so für einen Einstieg ist. Und finde ich, ist echt top gemacht. Und ja, was kann man noch sagen? Und zwar, danach geht es halt um den Verkauf. Da wird man nicht einfach ins kalte Wasser geworfen, sondern es ist so eine Art Einführung. Man bekommt den. Ich habe ein bisschen Schatten gespielt bei einem der guten Verkäufer, wie er so zu den Leuten hingegangen ist und die angesprochen hat, wie er mit denen quatscht und quasi den Kunden zu einer Konversation bringt. Finde ich, haben die, es ist toll. Haben die schon toll gemacht, die Jungs. Ja, also das hat man schon viel gelernt, bevor man überhaupt selbst im Verkauf war. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert für Leute, die einen Job suchen, die stressresistent sind auf jeden Fall und auch Spaß haben mit Leuten, also Kundenkontakt. Ich zum Beispiel habe recht viel Spaß mit Kundenkontakt. Mir macht es Spaß, Leute zu beraten, so wie ich es bis jetzt getan habe. Und ich würde das auch gern weiterhin so fortführen, so wie ich das bis jetzt gemacht habe. Ja, finde ich halt ehrlich top, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich so sehen. Ist top. Die Arbeit, ja. Wir werden jetzt noch ein paar Kämpfe machen. Ich hab's doch nicht geschafft auf Level 10. Ich glaube, ich werde es auch nicht auf Level 10 machen. Weil 4 Parts nur Training, nicht so gut. Wir haben jetzt 3 Parts. Ich glaube, wir machen das ab auf dem nächsten möglichen Ort. Ja, den betreten wir eh bald. Von daher, sag mir mein Buch. werden wir dort dann trainieren. Auf Level 10 auf jeden Fall mindestens. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr, auf 12 oder so, bin ich dann auf, ist mein Ziel. Gut, ja, wir machen jetzt nochmal so 2, 3, 4 Kämpfchen. So, dass wir jetzt quasi noch die Viertelstunde füllen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch bis hierhin, das Spiel. Gut, es ist jetzt ein bisschen monoton, ein bisschen nur leveln halt. Aber das gehört halt dazu zum Spiel. Ich möchte, dass ihr alles seht. Dass ihr alles miterlebt. Und keine Sorge, das Spiel wird schon noch storylastig genug werden. Da lasst euch mal nicht dafür werde ich schon sorgen. Keine Sorge, meine Friends. Das ist das geringste Problem. Jetzt habe ich ein Thema vergessen, das ich ansprechen wollte. Und jetzt habe ich eh schon gleich keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Das ist natürlich ganz miserabel von mir gemacht. Ganz klein. Naja, das wird dann im nächsten Part von entweder Pokémon oder Final Fantasy angesprochen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Seh mal gleich. Beziehungsweise bald. Ja, 2 Parts, 2 Kämpfer noch. Und beziehungsweise einen Kampf noch und speichern noch. Genau, das müsst ihr mir machen. Wenn wir schon mal hochgehen. Na? Wo bleibt der Kampf? Wenn man ihn braucht? Ja, ist ja natürlich. Da ist natürlich ganz frech von den Leuten hier. Jetzt komm doch endlich, Kampf. Ja, jetzt halt endlich. Wurde auch Zeit, ehrlich. Wurde auch Zeit. So. Wir haben es auf Level 7 geschafft. Immerhin. Immerhin. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock gehabt, nochmal eine Stunde nochmal zu leveln oder so. Wäre mir auch zu blöd, wenn ich ehrlich bin. Wir benutzen jetzt keine Magie, sondern wir... Ach doch, benutzen wir einfach, komm. Machen wir so, zack, und beide gleichzeitig angreifen und Bazinga. Und so läuft. Ja, was soll denn das denn jetzt werden? Vivi, mach doch deinen scheiß Magieangriff, ey. Gibt's doch wohl nicht. Vivi, ey, ich schwör, ey. 84 und 88 Schaden.
Super. Alles klar, ich habe meine Bällchen. Ihr seht den Zwischenstrint. Das sind knapp 69 XP, wo sie dann in Führung liegt vor den anderen. Passiert. Uns kann es egal sein. Wir werden auf jeden Fall irgendwie einen Ausgleich finden. Ich werde für mich selber jetzt nochmal regenerieren. Einfach damit ich das nicht vergesse bis zum nächsten Mal. HP, MP regeneriert. Wir werden jetzt auf Speichern drücken. Ja, bitte speichere für mich. Und in dem Sinne verabschiede ich mich gleich bei euch, meine Friends. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge Final Fantasy. Bis dann. Chosen.